Die Feierlichkeiten in Stockholm beobachtet für uns Adelsexpertin Annelie Malun. Annelie, wie hast du denn die royale Heidelbergerin heute so erlebt? Ich habe sie heute relativ lang auf diesem Balkon hinter mir gesehen. Es gab so einen Balkonmoment, wie man ihn so aus London kennt, vom Buckingham Palace bei den großen Feierlichkeiten. Den gab es hier heute auch in Stockholm hinter mir. Und heute bei der Wachablösung war nämlich König Karl Gustav dabei und sein Sohn Prinz Karl Philipp. Und danach haben Chöre gesungen für den König zum Jubiläum. Und deswegen war oben auf diesem Balkon die Königsfamilie natürlich, aber auch andere Royals aus den nordischen Königshäusern zu sehen. Und die Royal Fans hier rundherum kamen absolut auf ihre Kosten. Aber ich habe auch jemanden bei mir, und zwar das ist Zoe Kapor. Sie ist aus Aalen von der Schwäbischen Alb. Zoe, du studierst hier in Stockholm ein Jahr lang. Du bist durch Zufall jetzt da. Wie ist das für dich, hier bei diesem historischen Ereignis dabei zu sein? Das ist für mich ganz besonders. Also sowas erlebt man ja auch nicht jeden Tag, dass man bei so einem Event dabei ist. Und außerdem bin ich ja noch ein ganz großer schwedischer Royal-Fan und deswegen passt es natürlich super. Und wenn du an die Royals denkst, gibt es so jemanden, den du besonders gern magst und besonders gern siehst? Da muss ich ganz klar sagen, das ist Kronprinzessin Victoria, einfach weil sie eine ganz sympathische Person ist und dazu setzt sie sich ja auch noch für viele Natur, Umweltschutz und Menschenrechte ein und das ist was ganz Besonderes und es macht sie ganz sympathisch. Ja, dann sieht man natürlich, die nächste Generation ist auch sehr beliebt hin nach Karl Gustav und ich sage jetzt mal, ich gebe jetzt ab nach Stuttgart und sage Hej då, das heißt Tschüss auf Schwedisch. Hej då, vielen Dank Annelie Malun nach Stockholm.